Liebes Spiel, sei so gut und lass jetzt noch mal drei Hunter kommen, dann geht's mir richtig gut. Die Medaille. Ich habe jetzt zwei. Ah, vielleicht kann ich die in dieses Schmuckkästchen einsetzen. Stimmt, das wäre noch eine Idee. Wie viele Plätze habe ich? Einen. Ja, schaut mal, wir könnten eigentlich, weil ich sowieso ein bisschen angeschlagen bin, könnte ich rein theoretisch das hier verwenden. Bin wieder gesund. Jetzt nehmen wir das noch ganz schnell mit. Ja. Und jetzt kommen wir hoffentlich einigermaßen unbeschadet zurück hierdurch. Die Medaillen. Ich weiß es nicht. Oder können wir die unten in die Tür einsetzen? In die Gittertür. Da waren doch achteckige Vertiefungen. Aber nee, Quatsch, die Medaillen sind ja rund. Das ergibt wenig Sinn. So, erstmal kommen die Kräuter weg. Wir haben auch noch den Steinring. Da muss ich gleich mal schauen, was man damit so machen kann. Ja, komm, das kann auch mal eben weg. Huch! Nee, nee. Ja, und den roten Edelstein, ne? Das ist auch noch so eine Sache. So, wir haben Erste-Hilfe-Kasten, Gewehrmunition, Winde. Für dich noch mal brauchen? Steinring, Adlermedaille. Wo ist denn dieser Schmuckkasten? Ach nee, im Schmuckkasten haben wir nur was gefunden. So war das. Bin ein bisschen überfragt. Adlermedaille. Keine besonderen Merkmale. Gefunden im letzten Buchband 1. Eine besondere Verwendung. Irgendwie kombinieren? Nee, das ist ja Quatsch. Das Runde ins Eckige ist auch Quatsch. Also, Moment. Da vorne in dem. Da links. Was ist das eigentlich? Wo ist das eigentlich? Ach, das ist doch draußen, oder? Da fehlt noch was. Ich glaube, da waren Kräuter. So, ganz rechts. Was ist das denn nochmal? Und warum ist der Außengang rot? Das frage ich mich auch noch. Also der Gang, der nach draußen führt. Das ist der Innenhof. Das ist das Untergeschoss. Ich habe eine Idee. Ich könnte mir vorstellen, dass wir aus dem Gang draußen dieses Wappen wieder entnehmen können. Weil das ist nämlich ein achteckiges Wappen. Glaube ich. Steinring. Moment mal, den möchte ich mal eben kurz prüfen. Ein achteckiger Ring aus Stein. Nichts, nichts Besonderes. Jetzt bin ich gerade wirklich an so einem Punkt, wo ich nicht weiß, was zu tun ist. Dann tauschen wir das mal kurz aus. Ja, entweder nehme ich die Magnum mit oder das Gewehr. Nee, ich glaube eher, ich nehme das Gewehr mit. Ja, nehmen wir das Gewehr mit und auch noch die 6 Schuss dafür. Sollte hoffentlich reichen. So, können wir das direkt mal eben kombinieren. Das hier öffnen. Ich hoffe, da ist ein komplettes Erste-Hilfe-Spray drin. Das wäre. Ja! Das wäre schön.
Sehr gut, ja. Pistole hat er ausgerüstet. Ja, okay. Dann gehe ich jetzt am besten hier oben rum. Und dann, was ist denn dann schlauer, wenn ich... Ah, ich kann einfach da rumgehen, ne? Ja. Ja, nee, jetzt stehe ich echt so ein bisschen auf dem Schlauch. Und frage mich, wohin. Wir haben noch, stimmt, fällt mir gerade ein. Wir haben noch diesen einen großen Raum mit dem Spiegel. Stimmt, haben wir nicht da... Ja. Da haben wir doch irgendwas gesehen, was wir nicht mitnehmen konnten. War das nicht auch so ein Kästchen? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich weiß nur, dass ich den Raum höchstwahrscheinlich... Ah ne, da mussten wir da unten durch, ne? Stimmt, dafür mussten wir da unten durch. Ja gut, ich gehe jetzt erstmal hier weiter. Stimmt, da könnten wir dann wirklich mal als nächstes hin. Da war zwar noch ein Zombie, aber gut. Wir haben ja die Pistole und ich kann ja versuchen, mich ein bisschen anzustrengen, ihm einen Headshot zu verpassen. Sag mal, habe ich aus Versehen irgendwie die Steuerung umgestellt? Weil mir kommt es mit der Kamera echt teilweise komisch vor. Was war denn jetzt nochmal ganz hinten hier? Ja, was ist denn hier eigentlich noch? Ich habe doch alles hier aufgesammelt. Irgendwas muss doch hier noch so... Hä? Seit wann ist die Tür denn... Was? Ich raff gerade gar nichts mehr. Ach ja. Oh nein. Ja, okay. Wie komme ich denn... Ach, das war doch das Erdgeschoss? Ich raff's gerade irgendwie selbst nicht. Ja gut, ich kann ja dann einfach hier runter. Warum ist der Raum noch rot? Das würde ich gerne wissen. Und warum setzt jetzt plötzlich der Donner ein? Das ist auch nicht nett. So, ich hoffe, dass ich jetzt mit meiner Theorie richtig liege, dass wir das wieder rausnehmen können, weil sonst ist hier nichts. Oh, ja, und schaut mal, es ist genau der gleiche Stein... Ach, die Tür ist jetzt zu. Es ist genau der gleiche Steinring drumherum. Das heißt, wir müssen das andere Wappen noch irgendwie finden. Okay. Gut, wie viele Plätze haben wir frei? Einen. Alles klar, das heißt, ich werde jetzt nochmal eben kurz hier auf die Karte schauen müssen. Komme ich von hier in die Räume mit der grauen Tür? Da müsste ich jetzt einmal komplett rum. Ja gut, die Hunter hier müssten ja eigentlich tot sein. Ich hoffe es. Nicht zu hören, nicht zu hören. Ah, das war nur der Schatten. Dann schnell raus hier. Okay. Naja, warum gucke ich eigentlich auf die Karte? Ich weiß, dass ich hier richtig bin. Was soll denn jetzt diese verheißungsvolle Musik, bitte? Die war doch sonst auch nicht da. Das macht mir ja schon ein bisschen Angst. Aber nun gut. Ach, ich
könnte ja schon mal... Moment, ich habe eine Idee. Moment, Moment. Wenn ich gerade hier bin, dann versuche ich mal, das Wappen hier unten einzusetzen. Einfach nur, damit ich weiß, ob es passt. Vielleicht geht es ja auch noch gar nicht. Wer weiß. Okay. Kann ich das direkt schon nutzen? Oh, sehr gut. Cool. Habe ich noch einen Platz frei? Das ist schön. Ja, dann werde ich das andere jetzt hoffentlich hier finden. So, das haben wir auch schon gelesen. Oder, ja, das haben wir schon gelesen, nur der Vollständigkeit halber. Hier bin ich ja das letzte Mal gestorben. Stimmt. Hier war noch ein Farbband, oder? Nee, ich lasse es mal eben liegen. Dann schauen wir erstmal, was ich hier noch mitnehmen kann. Bitte lass es das nächste Wappen sein. Nee, weißt du was? Weißt du was? Du kannst mich mal. Ja, den nehmen wir mit. Na komm. Nimm den Dolch mit. Genau, genau. Ja. Ich überlege gerade. Nee, das ist... Das ist Muni verballern. Nee, komm. Da lasse ich das Kraut. Da kann ich zur Not immer noch hin, wenn ich es denn dringend brauche. Dann gucke ich mir jetzt erstmal hier den tollen Schmuckkasten an. Prüfen. Keine besonderen Merkmale. Es gibt eine runde Aushöhlung von etwa 4 cm Durchmesser. Keine besonderen Merkmale. Was? Da muss also noch was rein. Aber was? Keine besonderen Merkmale. Ich kann hier nirgendwo was drücken. Ich kann hier nichts machen. Ah, Moment mal, kann ich? Ach, den habe ich jetzt gar nicht bei. Sonst hätte ich gesagt, ich teste mal, ob ich den Steinring da irgendwie drauflegen kann. Ja, toll, was mache ich jetzt denn? Ja, dann nehme ich die Farbbänder mit und muss jetzt sowieso zur Truhe. Einfach nur, um zu schauen, ob ich mit dem Steinring irgendwas machen kann. So, wo ist die nächste Truhe? Das ist eigentlich egal. Ja, keine Ahnung. Komm, ich gehe jetzt hier lang. Was Rundes? Ich habe nichts Rundes. Ich kann versuchen, den roten Diamanten da einzusetzen. Ich habe doch hier alles untersucht. Ja gut, ansonsten kann ich nur wieder auf die Karte schauen und gucken, wo es noch rot ist. Und wo ich was vergessen habe. Keine Hunter mehr, sehr gut. Ist hier noch irgendwo was? Nee, hier ist alles grün. Na gut, ich habe jetzt sowieso keinen Platz frei, deshalb kann ich gerade eh nicht nachschauen, was da draußen so rumliegt. Ah ja, und jetzt kann ich doch einfach hoch, ne? Ja. Was Rundes? Was rund ist, ist die Disk. Fällt mir jetzt gerade ein. Und damit werde ich ja wohl kaum was machen können. Ach so. Die Medaillen? Das ist doch totaler Quatsch. Das sind doch keine Einbuchtung für Medaillen. Steinring.
Pass mal auf, ich lege das mal eben ab. Dann probiere ich das hier mal in Kombination. Nee. Kommt der wieder weg? Na, wo haben wir sie denn jetzt, die Medaillen? Oben wahrscheinlich. Roter Edelstein ist auch nicht rund. Mit der Winde kann ich nichts machen, sonst hätte er gesagt sechseckig. Und ich bezweifle auch, dass man Schmuckkasten mit einer Winde öffnet. Keine besonderen Merkmale. Aber was ist das? Da sind doch überall noch so kleine Platten. Keine besonderen Merkmale. Vor allem, das ist die Rückseite, da sind die Scharniere, also muss es hier zu öffnen sein. Eine runde Aushöhlung. 4 cm. Nee. Also ist es nur eine Aushöhlung, das ist auch gar kein Loch. Und die passt dann nicht rein. Wie sieht's aus mit der anderen? Oder können wir... Moment, das kann ich ja auch mal eben nachschauen. Wolfsmedaille. Ob man die vielleicht irgendwie kombinieren kann. So, hier oben ist ja nichts mehr, ne? Modisk ist schwachsinnig. Winde ist schwachsinnig. Steinring. Roter Edelstein. Das geht nicht. Ja, wie auch, ne? Wie soll man die auch bitte kombinieren können? Das geht auch nicht. Gefunden im letzten Buch, Band 2. Eine besondere Verwendung. Also, wir schauen noch mal kurz auf die Karte. Die Haupthalle. Okay. Da ist es noch rot. Ach ja, ich wollte ja eventuell noch mal da hinten hin. Stimmt, da wo die rote verschlossene Tür ist. Ich gehe nämlich davon aus, dass man die irgendwann öffnen kann. Und was war noch mal der Raum rechts relativ mittig? Ich glaube, da muss ich echt noch ein bisschen, ja, ein bisschen auf Erkundungstour gehen. Oder hätte ich das Wappen hier einsetzen müssen? Das, was ich unten in die Tür gesetzt habe? Hätte ich das tun sollen? Ich kann es jetzt wahrscheinlich nicht mehr rausnehmen, oder? Ach, Leute. Ich stehe auf dem Schlauch, werde jetzt nochmal speichern und in der nächsten Folge weiß ich dann hoffentlich, was zu tun ist. Vielleicht, weil ihr mir das geschrieben habt, vielleicht komme ich aber auch selbst drauf. Na, wir laufen weiterhin planlos herum. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.